Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren. Heute mit Mio Mio Not Mate Cola. Ja, also eine reine Cola von Mio Mio, von der wir auch schon die Mio Mio Mate hatten. Wurde gespendet zum einen vom Twitter-User @leuchti. Merci. Und wurde, wenn mich nicht alles täuscht, auch nochmal gespendet vom Murdoch Bates. Auch merci. Auch einige Sachen für unsere Mate-DM, die ja ansteht, ja. Gespendet hat und deswegen. Ja, Cola. Hier mit dem Gummiadler. Kultig, spritzig, frisch. Ick. Und das Ding ist schief. Aber ansonsten, ja, Sprudelflasche halt, ne? Kultig? Kultig, spritzig. Ja, ich kann lesen, aber seit wann ist Mio Mio Kult? Ja, die gibt's doch schon seit 300 Jahren. Hä? Genau. Ja, riecht nach Cola. Riecht nach gar nichts. Ich riech nix. Ja, riecht nach nix. Riecht nach gar nichts. Das ist, als wär's Wasser. Also riecht ja eigentlich auch noch nix. Ja, es ist ganz, ganz. Vielleicht leicht süß. Bitte, danke. Und vielleicht ganz minimal Phosphorsäure, aber. Das ist dann schon homöopathisch. Ja, nee, also, wobei, muss jetzt nichts heißen, nur weil es nach nichts riecht. Man muss ja auch so sehen: Alles, was riecht, entfleucht ja dem eigentlichen Getränk. Das heißt, alles, was nicht riecht, heißt ja lediglich, dass das alles im Getränk drin bleibt. Sie haben es geschafft, ein stabiles Produkt rauszubringen, meinst du? Ja, ja. Ja, aber es ist bei, zum Beispiel bei Obstbränden ist das so. Hm. Es gibt Obstbrände, die riechen unheimlich intensiv nach Frucht. Und schmecken aber fast nach gar nichts. Ja. Und das ist eben häufig dieses Problem, ja. Aber das ist ja auch ganz logisch. Alles, was entfleucht und was man riecht, ist ja schon nicht mehr im Geschmack drin. Und von daher da lieber sowas, was nicht riecht und dann nach was schmeckt. Wobei das jetzt auch nicht heißen muss, dass es dann schmeckt. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ihr wisst auch, was ich meine. Offen. Wenn ich Pech gehabt. Ja. Wenn nicht, wieder in den Kommentaren motzen. Das ist echt, was zurzeit in den Kommentaren an hochniveauvollem Mimimi da gemacht wird. Hula. Auf der einen Seite dachte ich, okay, was für eine extreme allerwelts Cola. So recht basic. Aber dann merke ich so, wie es eigentlich gar nicht so dämlich ist, weil es ist. Es schmeckt nach Cola, es ist recht aromatisch, aber es ist nicht so übertrieben süß. Es ist sehr erfrischend. Gar nicht. Es ist sehr erfrischend. Gar nicht. Also sagen wir so, es ist nicht die neue Nummer 1. Nein. Gar nicht. Bei weitem nicht. Es ist keine Fendimans Curiosity, es ist keine Hachi und es ist auch keine Gletscher. Ja, und es ist auch nichts wirklich wow, innovativ. Ja. Ja, nein. Aber insofern, es ist jetzt nicht eine weitere 0815 Cola in dem Sinne, wie du schon gesagt hast, dass nicht einfach Zucker, Kohlensäure, fertig. Phosphor, süß, gib ihm, muss schon passen. Das ist es nicht. Es ist eine erfrischende Basic Cola. Ist eigentlich, wenn ihr jetzt noch den Farbstoff weglasst, ja, dann ist wieder gut. Ja, klare Cola machen. Ach so, ja, kann man machen. Weil so finde ich das, die schmeckt leicht. Das ist, ja, das ist gar nicht so dämlich. Dann würden sie sich auch ein bisschen absetzen. Dadurch wird es sich wieder absetzen, weil so denkt man, Und dann ist thematisch einheitlich. Also wir probieren Top-Tipp für die Mio Mio Mate Cola. Farbstoff weglassen. Ja, genau, macht eine Clear Cola. Nee, weil es schmeckt leicht säuerlich und dann kommt so hintergründig so eine ganz, ganz minimale Süße. Eine ganz, ganz minimale Phosphorsäure oder zumindest das, was man sich so unter Phosphorsäure-Geschmack vorstellt. Und durchgängig ein angenehm leichtes Cola-Aroma. Ja, das habe ich ja gesagt. Mhm. Und was durchgängig ist, ist eine Kohlensäure, die ist zwar sehr stark vorhanden. Feinperlig auch. Aber sie ist feinperlig. Sie ist nicht grobperlig, es schäumt nicht auf. Es ist zwar eine übelste Rülpsbrühe. Genau, ich wollte gerade sagen, es rülpst vor sich hin. Aber es ist angenehm, weil ich habe ja eigentlich schon Probleme mit Kohlensäure. Also wenn es bei mir zu stark im Mund schäumt oder wenn es noch hinten im Hals prickelt und da den Hals aufraut, dann kriege ich immer Sodbrennen wie die Sau. Bin ich gar kein Freund von. Und das hier ist, obwohl es eine starke Kohlensäure hat, immer noch angenehm zu trinken. Und es, wie gesagt, dadurch, dass es nicht so süß ist,
ist es noch im weitesten Sinne erfrischend. Also Apfelschorle ist süßer, definitiv. Ja. Definitiv. Und das müsst ihr euch überlegen. Also, alles in allem. Klare Kaufempfehlung, wenn ihr mal die Finger rumkriegt, echt mal probieren. Wir haben eine wirklich basic, nicht im Sinne von einfach gehalten, sondern im Sinne von clear einfach Cola haben möchte. Ja, ohne Zusatz hier, wir machen noch Camborium. Was da und so, sondern ja, ich würde doch sagen, eine einfach gehaltene Cola. Ja. Also ist ja nichts, nur weil das einfach gehalten ist. Ist ja nicht schlecht geredet deswegen. Ja, wie gesagt, innovativ ist es nicht, aber ist definitiv mal trinkbar. Richtig. Ja, und also gefällt mir besser, als wenn man jetzt gesagt hätte, hier wieder sowas wie Freeway oder sowas, Zucker. Weil dann hätte ich es echt scheiße gefunden. Dann hätte ich gesagt, weiter, wenn du nach 15 Cola brauchst. Scheiß drauf, richtig. Ja, ups, früh. Nach Set. In diesem Sinne. Ciao. Ugh.